Damen und Herren, einen schönen guten Morgen an einem wunderbaren Herbsttag. Darf ich Sie zu unserem Blaulichttag begrüßen. Blaulichttag, Polizei, Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Anlass 150 Jahre Feuerwerk Höhl im heutigen Jahr. Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten viele Einsätze absolviert. Heute soll sie erfahren, wie solche Einsätze ablaufen, welche Hintergründe, Zusammenhänge hier sich abspielen. Aus diesem Grunde werden seitens des Roten Kreuzes Jürgen Pfeiffer für die Feuerwehr, Kommandantstellvertreter Gerhard Rieger und für die Polizei, Inspektionskommandant Karl Simlinger, die einzelnen Schritte erklären und erläutern. Sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Vormittag auch von meiner Seite. Ich darf Sie im Namen von Roten Kreuz bzw. von der Rettung durch diese Einsatzübung führen. Wenn ein Unfall ist passiert, ganz, ganz wichtig natürlich, wenn ein Unfall passiert ist und die Verletzten selbst nicht in den Notruf absetzen können, ist natürlich der erste Helfer das Um und Auf. Und in diesem Fall werden zwei Mitarbeiterinnen des Jugendrotkreuzes diese Aufgabe übernehmen. Sie sehen, kurz zu schauen, was ist passiert und natürlich eben den Notruf abzusetzen über Telefon. Dort werden dann einige Fragen gestellt, ganz, ganz wichtig natürlich, wo befindet sich der Notfallort, was ist geschehen, ungefähre Einschätzung und die Alarmierungsschiene beginnt bereits zum Laufen. Die erste Helfer probiert jetzt selbst Maßnahmen zu setzen, beziehungsweise eben zu schauen, wie es dem Patienten geht. Kurz zur Wiederholung, Notrufnummern 122 für die Feuerwehr, 133 für die Polizei und 144 für die Rettung. Seit mittlerweile ein paar Jahren hat sich das System First Responder etabliert, überhaupt in Gegenden, wo die Eintreffzeit von Rettungsmitteln doch etwas länger dauert. Kurz erklärt, First Responder ist nichts anderes als aktive Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die sich bereit erklären, auch in ihrer Freizeit verfügbar zu sein, wenn sie in der Nähe sind. Als erst eintreffendes Rettungsmittel Erdeweg Höhl, logischerweise niedrigste Anfahrtszeit, Sanitäter auf dem Erdeweg Föhl heute Simlinger Daniel, Denk Irene und Jill Caroline, also alles Mitarbeiter der Ortsstelle Föhl. Sie sehen, die Mitarbeiter sprechen sich untereinander ab. Natürlich alle Vorinformationen, die in dem Fall schon der First Responder erhoben hat, werden jetzt einfach eins zu eins weitergegeben, um den Ablauf weiter zu beschleunigen bzw. die Maßnahmen dementsprechend schnell setzen zu können. Die Feuerwehr Föhl ist eingerückt mit dem Rüstlöschfahrzeug und dem Kleinlöschfahrzeug. Das größere, das Rüstlöschfahrzeug, beinhaltet das komplette technische Gerät für solche Einsätze. Mit dem Kleinlöschfahrzeug, der Pumpe, wird die Unfallstelle abgesichert und der Brandschutz aufgebaut. Von Rettungsseite werden jetzt schon die ersten Stabilisierungsmaßnahmen gesetzt, wie zum Beispiel eben Stabilisierung der Halswirbelsäule, das heißt ein sogenannter Stiffneck wird angelegt, eine Halswirbelsäulenschwingung. Ja, auf Seiten der Polizei, kurz ein paar Worte dazu. Grundsätzlich, wie schon angekündigt und gesagt, die Meldung des Unfalls folgt bei Private Leitstelle, Notruf 144 und da fahren die Einsatzkräfte zu. Je nach Lage einsatzmäßig und je nach Auftragslage dementsprechend. Beim Eintreff dann die erste Maßnahme, einmal schauen, ist die Unfallstelle abgesichert? Ja, nein, meistens hat uns die Feuerwehr, wenn sie vor Ort ist, schon unterstützt und diese Maßnahme getroffen. Dann allgemein sich einmal einen Überblick verschaffen, was ist passiert. Wer ist verletzt, vor allem, wie viele sind verletzt, wie ist der Unfallshergang passiert, kann jemand dazu eine Auskunft erteilen? Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Das ist wichtig, dass in den Einsatzkräften oder auch in den Verletzten nicht noch etwas passiert. Bitte bei dem Verkehrsunfall, wenn Sie vorbeikommen, immer vorsichtig vorbeifahren, dass nicht noch mehr Personen zu Schaden kommen. Weiters wurde der hydraulische Rettungssatz aufgestellt.
Und das umgefallene Fahrzeug wird nun mit Hilfe von Steckleitern wieder aufgestellt. Wie Sie sehen, parallel dazu wird auch der Brandschutz aufgebaut. Falls während den Arbeiten irgendwo Feuer ausbrechen würde, sind wir sofort zur Stelle, um dieses Feuer zu bekämpfen. Das Fahrzeug ist jetzt aufgestellt und wird sofort gegen Abrollen gesichert. Mittlerweile ist ein weiteres Rettungsmittel eingetroffen, ein zweiter RTW, noch dazu der NEF. Also das heißt, die Einsatzzeit an sich, Eintreffzeit wäre so in etwa entsprechend. NEF-Besatzung heute Rainer Gerald und Dr. Alexandra Holzmann-Masin. Und der zweite RTW heute besetzt Urban Josef und Pinsker Gabriele. Weitere Maßnahmen werden gesetzt. Notärztliche Maßnahmen werden in diesem Fall natürlich gesetzt. Oberste Priorität ist natürlich das Aufrechterhalten der Lebensfunktionen sowie in weiterer Folge auch natürlich die Schmerzbekämpfung. Bei diesen Arbeiten ist es auch wichtig, dass die Mannschaft die komplette Schutzausrüstung anhat, sprich Oberall, Helm, Handschuhe, Helm, Visier, Schutzstiefel und bei schlechter Witterung auch die Schutzjacke. Ja, seitens der Polizei wird, soweit die Unfalls bzw. die Versorgungsmaßnahmen laufen, dann mit der Sicherung von Spuren und Beweismitteln begonnen, sprich herumliegende Teile gesichert, Beschreibung von Spuren, Brenn- und Schleuderspuren bzw. Datenermittlung der beteiligten Personen bzw. die Fahrzeugdaten. Da es immer wieder mehr Zuschauer gibt bei den Einsätzen und auch Leute, die mit dem Handy und Handy filmen oder fotografieren, muss man leider heutzutage schon eine Schutzwand aufbauen, um diese zu verhindern. Wir stellen das da mit dem weißen Leintuch. Beim Fahrzeug wird nun die B-Säule herausgeschnitten und die Rückwand entfernt, die Seitenwand, Entschuldigung, entfernt, damit man den Patienten hier schonend retten kann. Wenn Sie zum blauen Auto sehen, die Vitalparameter werden nochmal überprüft und sobald die Notärztin das Kommando gibt, Patientin kann geborgen werden, wird die Bergung durchgeführt. Nächstes wird die Patientin vom blauen Fahrzeug auf die Trage gehoben. Sie sehen, auf der Trage liegt eine rot-blaue Unterlage, das ist eine sogenannte Vakuummatratze. Die Patientin wird auf die Vakuummatratze draufgelegt. Diese Schaufeltrage darunter wieder entfernt. Dann wird diese Vakuummatratze an den Patienten, an die Patientin angepasst und vakuuminisiert. Das heißt, Luft wird abgesaugt. Damit wird diese ganze Vakuummatratze formstabil und der Patient kann auch wieder so wenig wie möglich bewegt werden. Und er kann sich auch selber so wenig wie möglich bewegen. Auch im besten Auto sitzt eine Patientin mit einer Wirbelsäulenverletzung, das heißt dasselbe Prozedere, sprich auch wieder mit Schaufeltrage, Vakuummatratze, wie wir es schon beim blauen Auto hatten, wird auch beim weißen Fahrzeug durchgeführt. Da nachdem die Verletzten geborgen, versorgt und zum Teil auch abtransportiert worden sind, beginnt eigentlich die Arbeit der Polizei auf der Unfallstelle. Das heißt, teilweise ist die Sicherung von Spuren durch Fotogrammetrie bereits erfolgt, aber es sind noch Einzelheiten erforderlich, um die Ursache eines Unfallsherganges zu klären. Und dazu bietet es die sogenannte Fotogrammetrie. Hier werden Passpunkte gesetzt, diese markiert, und diese Passpunkte werden dann unter anderem einander vermessen, eine Handskizze angefertigt und diese Skizze wird dann vom Landeskriminalamt Niederösterreich ausgearbeitet und wir bekommen eine maßstabgetreue Unfallskizze, die wir dann dem Gericht zur Ursachenermittlung beilegen. Nachdem die Polizei alles aufgenommen hat, entfernt die Feuerwehr die Fahrzeuge, irgendwelche ausgetretenen Flüssigkeiten, reinigt die Fahrbahn und kann dann zum Schluss die
Absicherung der Abbau. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich darf mich auch freuen, namens der Einsatzkräfte, dass unsere beiden Bürgermeister Ludmila Enzenberger und Franz Aschauer das Geschehen aufmerksam verfolgt haben. Herzlichen Dank. Ich danke allen Teilnehmern an die Abwicklung. Nehmen Sie die Eindrücke mit nach Hause. Sie sehen, welche Angriffe dahinter stecken, dass ein Einsatz ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. Zum Schluss ein paar Worte in Eigensache. Die Feuerwehr Köln feiert heuer ihre Gründung vor 150 Jahren. Wir haben am 27. Oktober im Feuerwehrhaus einen Festtag geplant, zu dem wir Sie herzlich einladen. Bitte nochmals für Ihre